Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Hallo. Heute zeige ich dir, wie du in DaVinci Resolve an deinen Clip ranzoomen kannst und da dann gezielt einen Pfad abfahren kannst und dann wieder aus deinem Clip rauszoomen kannst. Ich habe dafür hier mal eine 1:1 Sequenz angelegt in DaVinci Resolve. Ich habe jetzt hier ein Bild mit verschiedenen Quadraten gewählt, weil ich das hier dann am besten zeigen kann. Ich möchte jetzt hier an diesen Löwen ranzoomen. Ich möchte hier dann einmal diesem Pfad hier folgen und möchte dann vielleicht hier runter über den Fisch gehen, dann auf den Elefanten und dann wieder rauszoomen. Zuallererst ist es wichtig, dass ihr hier oben auf euren Inspektor geht. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr hier einmal auf den Inspektor klicken. Dann öffnet sich hier oben dieses Fenster und ihr kommt in das Transformationsfenster von eurem Video. Wichtig ist, wählt euer Video an. Und wenn wir nun reinzoomen möchten, müssen wir das animieren. Und Animationen funktionieren immer über Keyframes. Wir sehen hier hinten in unserem Inspektor, wenn wir unseren Clip ausgewählt haben, hier diese Punkte. Das sind sogenannte Keyframes, die wir setzen können. Ein Keyframe speichert die Informationen, die ihr hier gerade seht. Die werden in diesem Keyframe hinterlegt. In diesem Fall ist das die momentane Ausgangsposition. Ich möchte jetzt die Position und den Zoom-Faktor animieren. Das heißt, ich gehe an den Anfang meines Clips, hier nach ganz vorne. Und jetzt klicke ich hier mal auf den Keyframe und auf diesen Keyframe, wir sehen, der wird dann rot. Und nun kann ich mir überlegen, wie schnell die Animation ablaufen soll. Wenn die zum Beispiel 10 Frames ablaufen soll, dann drücke ich die Shift-Taste auf meiner Tastatur und zweimal die Taste nach rechts. Verlängere das hier mal. Wenn ich jetzt hier die Position ändere, dann wird das hier automatisch rot und er weiß dann, dass ich jetzt noch einen zweiten Keyframe gesetzt habe. Also wenn ich jetzt hier reinzoome, sehen wir, hinter dem Zoom wird der Keyframe rot. Genau, und ich kann jetzt hier drauf zoomen. So, jetzt wäre ich auf dem Vogel. Ich hatte ja gesagt, ich möchte hier oben auf dem Löwen starten. Also schiebe ich mir das mal hier so hin, dass ich hier den Löwen habe. Da ist der Löwe. Genau, und ihr seht, mit der hinteren Zahl, wenn ich die verstelle, also wenn ich hier rüber gehe mit der Maus, die linke Maustaste gedrückt halte und das hier so hoch und runter schiebe, beziehungsweise meine Maus dann nach links und rechts schiebe, dann könnt ihr das Bild nach oben und unten schieben und hier vorne schiebt ihr es nach links und rechts. So, jetzt habe ich zwei Keyframes gesetzt. In diesem Keyframe ist jetzt diese Position von dem Löwen hinterlegt und im ersten Keyframe ist die Anfangsposition hinterlegt. Wenn ich das jetzt abspiele, dann zoomt er hier jetzt auf den Löwen. Um wieder auf die Keyframes zu kommen, kann ich einfach hier vorne, da erscheinen dann hier so Pfeile, wenn ich da draufklicke, dann geht er wieder auf den Keyframe und da könnte ich die dann theoretisch auch wieder löschen. Wenn ich hier drauf gehe, dann löscht er die wieder raus. Ich möchte, dass die Animation ein bisschen schneller abläuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Frames. Ich drücke mal 7 Mal nach rechts auf meiner Tastatur hier vom Anfang ausgehend und mache jetzt nochmal das gleiche Spiel. Ich zoome hier rein, dass das hier bildfüllend ist. Schiebe das hier nach links, meine Maus mit, wenn ich das hinten festhalte, und das hier vorne nach rechts und da habe ich den Löwen. So, jetzt wird diese Animation schneller ablaufen. Wir zoomen rein. Dann möchten wir vielleicht kurz auf dem Löwen stehen. Und dann möchten wir langsam nach rechts fahren. Das werde ich jetzt mal animieren. Also wir gehen mal rein, wir stehen auf dem Löwen. So, das reicht, lang genug. Jetzt aktiviere ich hier wieder zwei Keyframes. Und dann möchte ich vielleicht, dass er hier 1, 2, ich drücke mit gedrückter Shift-Taste zweimal die Pfeiltaste nach rechts. Dann geht er 10 Frames nach rechts und dann möchte ich die vordere Position verschieben, rüber auf das Seepferdchen. Zoom ich rein, dann steht er und jetzt geht er rüber auf das Seepferdchen. Da soll er vielleicht auch kurz stehen. Kann ich auch nochmal einen Keyframe setzen, dann wieder Shift-Taste. Zweimal Pfeiltaste nach rechts, dann soll er vielleicht nach unten gehen oder das einmal nach rechts reicht wahrscheinlich auch. Dann geht er hier nach unten auf den Vogel.
Wir gucken uns das jetzt nochmal an. Er soll doch kurz auf dem Vogel stehen und dann soll er nach links gehen. Ich setze wieder ein Keyframe. 1, 2, wieder mit gedrückter Shift-Taste zweimal nach rechts hier unten in meiner Timeline und schiebe jetzt das hier rüber, sodass ich auf dem Elefanten lande. Wenn ich die Keyframes noch ein bisschen verschieben möchte, dann kann ich das hier unten machen, indem ich das hier aufklappe und hier kann ich dann reingehen. Ne? Wenn ich hier hinten auf den Keyframe klicke, dann sehe ich hier unten meine Keyframes. Ich kann jetzt hier auch nochmal ein bisschen reinzoomen, damit ich das noch besser sehe und könnte jetzt hier gucken, dass ich das hier vielleicht noch ein bisschen verschiebe. Dann geht diese Anfangsanimation auch ein bisschen langsamer. Das kann vielleicht hier ein bisschen länger stehen und dann ein bisschen schneller gehen. Wenn ihr diese Frames hier verschiebt, seht ihr, könnt ihr das Timing noch nachträglich anpassen. So, jetzt möchte ich hier auf dem Elefanten noch ein bisschen stehen und dann möchte ich rauszoomen. Ich setze mal zur Sicherheit hier bei Zoom und bei Position ein Keyframe. Wenn ich jetzt möchte, dass wir wieder auf dem Anfangsbild landen, dann kann ich hier diesen ersten Keyframe einfach nehmen, also anwählen mit linker Maustaste, Steuerung bzw. Command C drücken, also STRG C bzw. Command C auf dem Mac und dann hier STRG V drücken bzw. Command V, dann fügt er mir diesen Keyframe hier ein und wir zoomen dann hier wieder raus. So habe ich jetzt ganz einfach hier eine Animation gebaut. Wir fahren hier an diesem Bild entlang, landen auf dem Elefanten und zoomen dann wieder raus. Jetzt könnten wir hier theoretisch diese Animation noch weiter verfeinern. Für den Anfang reicht es aber erstmal, dass du verstehst, wie du hier simple Animationen baust und wie du diese Keyframes hier setzt und dann hier einem vorgegebenen Pfad folgen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tutorial helfen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, stell sie gerne in den Kommentaren. Ich versuche sie dann zeitnah zu beantworten. Falls dir dieses Tutorial gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald.